Ich habe eine große Arbeit über Staatsbankrotte jetzt geschrieben. Staatsbankrotte geschrieben, diese Arbeit wird, sie ist in der Akademie der Wissenschaften geschrieben worden, wird in einem eigenen großen Vortragssymposium und x weiteren Leuten, ich bin der Hauptredner, am 18. April in der Akademie der Wissenschaft dargestellt. Da kann jeder kommen und sich das anhören. Das ist nicht eine Sitzung der Akademie, sondern eine von ihr veranstaltete Diskussionsrunde. Bei dieser großen Arbeit hat sich ergeben, ein Staatsbankrott, überhaupt ein Bankrott, heißt ja, dass man seine rechtlichen Verpflichtungen nicht einhält. Aber es sagt nichts, wie man die nicht einhält. Und das Ergebnis war, Staatsbankrotte sind immer ganz verschieden. Es sind immer ganz andere Leute, die man zahlen lässt, denen man nicht mehr das Geld zurückgibt. Das ist ein Machtproblem dann, ökonomisch nicht leicht prognostizierbar. Wer sind die, die vor allem geschützt werden? Zum ersten Mal in der Geschichte waren es in Amerika nach diesem im Grunde fast Staatsbankrott von 2008, waren es die Banken, die man geschützt hat. Übrigens keineswegs bei uns. Da lässt man die Banken besonders stark die Verluste tragen. Aber in Amerika hat man die geschützt. Vor allem die mächtigste Bank. Banken, Finanzinstitute können gleich mächtig wie Staaten werden. Und das war die mächtigste heutige Bank, die Bank Goldman Sachs. Das Finanzinstitut Goldman Sachs, das geschützt wurde. Goldman Sachs, das lässt sich auch leicht schön darstellen, Goldman Sachs hat, es existierte schon 29 bis 33 besonders verloren. Es wurde dann, das ist publiziert, im Senat befragt, zu welchem Wert haben sie ihre Aktien begeben im Sommer 29, zu 104, sagte Mr. Sachs. Es wurde dann diese Anlage 1:2 geteilt, also zu 52 hat er sie begeben. Und der dortige Senator fragte dann, und wo steht die Aktie jetzt nach der Krise, im Tiefpunkt der Krise 1933? Raten Sie mal selbst, 52, der Ausgabepreis, wo steht sie dann 3,5 Jahre später? Die Antwort ist, sie stand bei 1/3. Also sie ging genau auf 1/30 herunter. Und dann ist es vielleicht keine zu unwahrscheinliche Erklärung, wenn man sich sagt, Goldman Sachs hat daraus gelernt. So politisch ohnmächtig werden wir nicht noch einmal sein. Na, wer war dann Finanzminister unter Bush, als der Krach passierte? Mr. Paulson, der kam von Goldman Sachs. Wer war sein Nachfolger in der nächsten Regierung? Obama, da Finanzminister, Mr. Geithner. Und wo kam der her? Von Goldman Sachs. Und wer ist jetzt Notenbankchef in Europa, Europäische Zentralbank? Mr. Draghi, ein Italiener, und der kam von Goldman Sachs. Wenn Sie also die genügenden politischen Positionen haben, dann werden Sie verstehen, dass man bei einem Finanzkrach vielleicht doch ganz gut auskommt.
Das geht halt dann. Vielleicht lohnt es sich eben doch für die Firma, wenn sie die maßgeblichen Politiker stellt. Und damit habe ich meinen ersten Teil meines Vortrages absolviert, der behandelt hat die Frage Prognose, vor allem die Zeitpunkte, wann das eintreten wird, unklar. Unsicherheit, Sie können nicht alle Zustände der Welt und die Wahrscheinlichkeiten erklären. Und Staatsbankrotte, immer verschieden abgehandelt. Und damit komme ich nun zu der gegenwärtigen Finanzkrise. Ein bisschen länger werde ich sein, aber nicht viel. In den 1990er Jahren hatten wir den letzten großen Wirtschaftsaufschwung, den fünften Aufschwung eines Kondratjew-Zyklus. Das sind die langen Wellen, die etwa Schumpeter 1939 beschrieben hat. Er hat das so benannt, 40- bis 50-jährige lange Wellen. Und da war der Höhepunkt, der fünfte Höhepunkt, 95 bis 99. Und da geht es immer um bestimmte Industrien, die den Aufschwung haben. Und diese Industrien waren damals die Computerindustrie, Hardware und Software. Und 2002 war dieser Aufschwung zu Ende. Ganz normal, 2000 war zu Ende, ganz normal. Und jetzt folgte ein Jahrzehnt nach diesem Aufschwung. Und das ist normalerweise immer ein schlechtes Jahrzehnt. Es gibt eben keine großen Investitionsmöglichkeiten mehr. Andererseits gab es nach 2000 ganz besonders hohe Ersparnisse. Vor allem die Chinesen kamen da auf den Markt. Die Chinesen sparen die Hälfte ihres Sozialproduktes. Das ist sehr viel, aber es ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Wir Österreicher haben in den 70er Jahren brutto, ebenso wie bei den Chinesen brutto, 30% des Sozialproduktes gespart. Da haben dann die Russen gefragt, wie wir das machen. Mr. Kosygins Frage. Also seit 2000 haben wir viel zu viel beabsichtigte Ersparnisse, viel zu wenig Investitionsmöglichkeiten. Das ist das Grundproblem. Darüber müssen Sie sich klar sein. Das steht fast nicht in den Zeitungen, weil das nicht sichtbar ist für die Banken. Es ist aber so, dass für die ganze Welt die Identität gelten muss, Investitionen gleich Ersparnisse. Es ist also für die ganze Welt gar nicht möglich, dass mehr gespart wird, als investiert wird. Für einzelne Länder schon, aber nicht für die ganze Welt. Definitorisch nach der Art, wie die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufgestellt ist. Wir haben also enorme laufende Sparüberschüsse und wir haben seit 2000 die ganze Zeit Sparzerstörung. Die Ersparnisse müssen auf die viel niederen Investitionen heruntergeführt werden. Sparzerstörung, das könnte sein, die Ersparnisse der Chinesen werden an die Amerikaner verliehen und die Amerikaner konsumieren sie. Damit sind sie weg, nicht wahr? Oder die Investitionen erweisen sich, in die man die Ersparnisse gesteckt hat, nachher als null wert. Man baut Häuser, die unverkäuflich sind. Die Ersparnisse sind weg. Oder sehr häufig und vor allem ganz wichtig, die Sache ist nie privatwirtschaftlich. Der Staat tut dann freilich die Verantwortung gerne abschieben. Alle diese Zusammenhänge sind immer sehr stark staatlich verursacht. Und da haben Sie die typische Sache, der Staat
nicht Ersparnisse, zum Beispiel indem er aus Ersparnissen Pensionen zahlt, die dann konsumiert werden. Die Vernichtung von Ersparnissen durch staatliche Budgetdefizite ist besonders stark. Mein zweiter Gesichtspunkt hier: Der Sparüberschuss der Welt wurde vor allem, besonders 2006 und 2007, von den USA vernichtet. Die Banken spekulierten mit den Sparüberschüssen herum. Nach 2000 verzweifelt, es gibt keine Investitionsmöglichkeit, viel zu viel Ersparnisse. Was macht man damit? Man versucht sie irgendwo anzulegen, verzweifelt. Banken sind verzweifelt, wie sie das anlegen sollen. Im Übrigen, keine Bank hat ein Interesse mehr an ihren Ersparnissen. Sie weiß ja gar nicht, was sie damit machen soll. Schauen Sie sich die Zinsen an, die sie ihnen zahlen. Dann wissen sie das. Natürlich, als Sparkassen sagen immer, sie müssen sparen, nicht? Aber sie können es nicht verwenden. Nicht? Das ist die gegenwärtige Situation. Es wurde. Wie? Naja, gut, ja, das ist. Herr Weiß, red mir an, ich soll das also in Spekulationen in Güterkäufen verwenden. Ne? Ich kaufe Kupfer oder so etwas, ne? Gold. Ne? Auch das ist möglich. Übrigens, also in Gold konnte man im Vorjahr hervorragend spekulieren. Eine ihrer Professorinnen, eine jüngere, die ich schon gelehrt habe, hat mir das geschildert. Ich war unsicher, wie viel sie verdient, aber sie hat blendend verdient. Also was kann man machen, wenn man hier wirklich das einmal gut gelernt hat? Na ja, blendend spekulieren, das geht schon. Ne? Nur kann halt die ganze Welt das meistens nicht. Die USA übernehmen, hochinteressant, das reichste Land der Welt, die übernehmen 2/3 aller Weltsparüberschüsse und verbrauchen das weitgehend. 2/3 aller Weltsparüberschüsse. Das heißt insbesondere die Sparüberschüsse von China. Die Amerikaner sind Gefangene von China, aber leider natürlich auch China ein Gefangene von den USA. Wenn sie dann so dazu viel angelegt haben, was machen sie dann nachher? Das kriegen sie dann ja nicht mehr gut heraus. Nicht? Das ist halt so, wie wenn sie irgendeinem großen Spekulanten viel Geld geliehen haben, dann sind sie sehr begeistert am Anfang. Also der zahlt ja brav und nach einiger Zeit beginnt das Kniewackeln bei ihnen. Kriege ich das je zurück? Das ist international auch gegeben. Es wird von den USA nicht gerne gesagt. Die Sparüberschüsse über die Investitionen werden vor allem von den USA verpulvert. Sie werden in der heutigen Zeit vor allem auch von den größten staatlichen Budgetdefiziten verpulvert. Und wer hat die größten Budgetdefizite von den besser bekannten Ländern? Wer? Wie? Die USA. Japan hat, glaube ich, nicht ganz so. Es könnte sein, ich werde nachschauen, USA und England haben 8,8%, 8,7% der Budgetüberschüsse. Ja, Sie haben recht. Japan folgt mit 8,3, also ein bisschen kleiner. Die größten Budgetüberschüsse, die sind dort. Es war also vor allem dann, in was wurde das in Amerika verspekuliert, wenn Sie so ausdrücken wollen? Diese Sparüberschüsse, die staatlich, was in den USA, der staatlich geförderte Hausbau. Und das war wiederum nicht, dass die Banken das ursprünglich gemacht hatten,
sondern es war seit Clinton eine Staatsinitiative. Mehr Amerikaner müssen ein Eigenheim haben. Das war eine große Initiative. Da hatte man also noch und noch Häuser gebaut. Dann kam natürlich die Tatsache, wie haben sie es denn gebaut? Naja, sie haben 2006 bis 2007 wurden die Häuser mit 110 bis 120% des Wertes beliehen. Man ist davon ausgegangen, die werden ja im Wert steigen, nicht? Das haben sie nur kurzfristig davor gemacht. 110 bis 120%. Na, da können Sie sich vorstellen, wenn der Hauswert ein bisschen fällt, ist natürlich der Kredit weg. Die Banken haben mit großer Begeisterung diese Kredite vergeben. Die Kredite, wo war die Begeisterung? Vor allem bei den Kredithändlern, die Auskäufer dazu gebracht haben, da einen Kredit zu nehmen. Die haben nämlich einen hohen Schnitt bekommen. Den haben sie bekommen, das war klar. Aber dann, die Bank, 110 bis 120, ist ja eigentlich riskant. Na, da die amerikanischen Banken geglaubt haben, alles geht hinauf, 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 haben sie nicht gefunden, dass das so riskant ist. Aber vor allem haben sie geglaubt, das können sie an Subgesellschaften, die eine eigene Verantwortung hat, weiterverkaufen. Das haben sie gemacht. Und dann haben sie die Subgesellschaften, die selbst kein Geld hatten, mit Geld finanziert. Und da in dieser, wenn Sie das sich überlegen, dann war es eben im Wesentlichen, dass sie diese 110 bis 120% selbst geglaubt haben. Gerade die österreichischen Banken werden daher laufend im internationalen Geschäft verwechselt mit dem, was die amerikanischen Banken gemacht haben. Denn auch die österreichischen Banken haben vor allem in Osteuropa, Rumänien ist ein typischer Fall, sehr viele Hauskredite vergeben. Nur die Kredite wurden vergeben zu 40 bis 50% des Wertes und nicht zu 110 bis 120%. Und das ist ein großer Unterschied. Freilich war dort das Problem, man machte es vorsichtig. Der erste Österreichische hat die Kredite in Rumänien in Euro vergeben und in Ungarn, wie Sie jetzt lesen, in Schweizer Franken, damit sie abgesichert ist. Und dann hat leider Rumänien abgewertet gegenüber dem Euro. Und dadurch waren dann die Kredite 75-80%. Dann sind eigentlich gar nicht viele Leute dort in Konkurs gegangen, aber natürlich ist dann der Konsum stark beschränkt. Wenn man einen Kredit rückzahlen muss, der um die Hälfte höher ist, dann hat man halt weniger Geld für den laufenden Ausgaben. Und die Ungarn haben jetzt die schöne Sache überlegt. Wir werden noch sehen, ob das durchgeht. Da werden Sie interessant sehen, wie da die internationalen Verflechtungen sind, was dürfen die Ungarn auf den Finanzmärkten innerhalb der EG? Ja, die Ungarn haben einfach den Schweizer Franken zu einem niedrigeren Kurs eingesetzt. Also hart, ne? Auf diese Art sozusagen ihre Gläubiger entschuldet. Sie können sich vorstellen, welche Begeisterung das unter den ungarischen Wählern herbeiführt. Weniger natürlich unter den österreichischen Geldgebern. Die Greenspan'sche Schätzung der Verluste dieser Hauskredite ist 40 Trillionen Dollar. 40 Trillionen Dollar sind hier den Bach hinuntergeschwommen. Ich weiß nicht, wie diese Schätzung genau ist, aber immerhin Greenspan ist ja nicht so sehr dafür, die Sachen schlecht für die USA darzustellen. 40 Trillionen Dollar sind 60%, mehr als 60% eines Weltsozialproduktes.
Und für die USA hat Greenspan geschätzt 18 Trillionen Dollar. Das sind 120% eines Sozialproduktes. Da muss man wissen, dass die Sozialproduktberechnung nach einem Jahr nie zurückrechnet. Daher die Vereinigten Staaten haben ein wunderschönes Wirtschaftswachstum über das ganze vergangene Jahrzehnt gehabt, nachdem sie heute einfach vergessen haben, was die ganzen Schulden waren. Nicht? Wenn man die Schulden rückrechnen würde, haben sie über dieses ganze Jahrzehnt 4-5% Wachstum, Schrumpfung pro Jahr gehabt. Genauso hoch, wie es Griechenland jetzt in den letzten Jahren hat. Die Frage der Berechnung sind da sehr wichtig. Das Sozialprodukt, das ist eine Sache, die grundlegende Theorie ist, die man wissen muss. Das Sozialprodukt wird berechnet nach den ausgestellten Rechnungen, aber nicht, ob die Rechnungen je bezahlt werden. Denn normalerweise werden ausgestellte Rechnungen bald auch bezahlt. Aber wenn da eine riesige Fehlausgabe war, und dann werden die eben nicht bezahlt und dann ist das realisierte, so richtig zurückgerechnete Sozialprodukt wesentlich geringer. Und was machte die US-Geldpolitik? Wieder die Politik. Im Übrigen mit Politikern wie Paulsen und Geithner. Was machte die dann? Nachdem es zu einem Krach kam, 2008, war es Lehman Brothers ein so großer Konkurs, dass die Vereinigten Staaten nicht diese Firma auffangen konnten. Es gibt hier einen Sager, wenn eine Firma groß ist, dann kann sich der Staat nicht mehr leisten, sie in Konkurs gehen zu lassen. Wenn die Firma aber noch größer ist, dann muss der Staat es sich leisten, die in Konkurs gehen zu lassen. Was also machte der Staat da? Und es geht hier um die Notenbank. Es geht um die Geldpolitik. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde von der amerikanischen Federal Reserve, der amerikanischen Geldpolitik, die Bargeldmenge um 150% schlagartig erhöht. Von 0,9 Trillionen Dollar auf 2,3 Trillionen Dollar. Und inzwischen wurde sie um weitere 50% erhöht, also sie wurde verdreifacht, ist jetzt also gut über 3 Trillionen Dollar. Naja, da kann man sagen, man vielleicht mal sozusagen kurzfristig notmäßig, die Fristen sind von entscheidender Bedeutung. Aber nein, das wurde nie zurückgenommen. Jetzt sind es schon 4 Jahre, dass man die Geldmenge so erhöht hat. Was haben wir gelernt? Nicht? Das war noch vor einiger Zeit so. Was passiert, wenn man die Geldmenge erhöht? Inflation? Nein, natürlich nicht. Denn diese Erhöhung des Geldes ist nie aus den Banken hinausgegangen. Die Kunden, die Privatkunden oder die Unternehmer haben das nie erhalten. Eventuell hat es das Ausland erhalten, aber meistenteils wurde es einfach in die Banken hineingesteckt. Nicht? Wenn ihnen die Notenbank einer Bank einen hohen Kredit gibt, die also nur 2% ihrer Einlagen als Reserven hat, ne, da hat es gleich 6 oder 8% Reserven. Das liegt also nur als Reserven bei den Banken zum großen Teil. Es wurde teilweise auch in die Staatsfinanzierung hineingebuttert. Die amerikanische Staatsschuld ist nunmehr auf dem Weg gegen 105% des Sozialproduktes und 120% des Italien. USA
ist kaum verschieden von Italien in der Staatsverschuldung, nur das wird ganz anders auf den Finanzmärkten wahrgenommen. Hier kommen wir zu dem Problem, das ist die schöne Frage, die Sie da haben, der Euro in der Krise, wie zukunftsfähig ist unsere Währung? So zukunftsfähig, wie die Leute glauben. Und ich füge hinzu, so zukunftsfähig, wie Sie glauben. Das ist nicht ohne Bedeutung. Wir kommen darauf noch zurück. Also, hier waren also die Banken, sind die Banken in Amerika mit Geld voll angefüttert. Geld aber, das sie nicht in Investitionen stecken können. Was macht man mit Geld, das man sozusagen nicht realwirtschaftlich verwenden kann? Na ja, man spekuliert damit. Und dann kommt ein tiefes Geheimnis der Bankbuchführung hinzu. Die Banken müssen Reserven halten, aber diese Reserven werden nur am jeweiligen Ultimo kontrolliert. Also sie müssen es am letzten Tag des Monats oder vielleicht des Vierteljahres haben. Und was machen sie dazwischen mit dem Geld? Na wunderbar, da spekulieren sie ein bisschen gegen die europäischen Währungen. 14 Tage, 3 Wochen, ne, kauft man da was auf. Das heißt, man tut sie zuerst einmal herunterreden, dann tut man sie am unteren Kurs kaufen. Nur in 2, 3 Wochen kann das leicht um 2, 3 oder 5% steigen. Und wenn man das 5, 7 Mal im Jahr macht, hat man eine fantastische Rendite allein aus diesen Schwankungen der Kurse, der Währungsreserven. Also von diesen enormen Geldmengen hat das, was man üblicherweise die Wirtschaft nennt, die Konsumenten, die Unternehmer, nichts gesehen. Das blieb alles im Banksektor. Es war eventuell staatliche Kredite, die dann vielleicht auch irgendwie dann sich realwirtschaftlich ausdrücken. Und es waren Auslandskredite. 105% sind die Amerikaner verschuldet, 120% ist Italien, wo sie jetzt die großen Schwierigkeiten sehen. Und natürlich gibt es den großen, maßgeblichen Artikel, unbedingt lesenswert, über Finanzkrisen von Reinhard und Rogoff. Carmen Reinhardt, eine Dame, Kenneth Rogoff, einer der bekanntesten Amerikaner, aber er wird in Amerika ignoriert, die im Augustheft dieses Jahres eine große Arbeit über im Wesentlichen Staatsbankrotte geschrieben haben. Da zeigte sich im Übrigen, dass zuerst gibt es eine Bankkrise und dann gibt es eine Staatskrise, weil die Staaten die Banken finanzieren. Und das werden wir noch ein bisschen sehen. Ja, in gewisser Hinsicht sind wir da auch drin, in dem, was die Banken mit dem Geld machen.